und die DNA-Analyse. Geben Sie mal. Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Herz. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. Ein Ehepaar wird nachts am Strand überfallen. Die Frau wird erschossen, der Mann überlebt schwer verletzt. Ihre Leiche lag quer über dem Steg zum Strand. Doch dahinter steckt mehr. Ein Netz aus Lügen, Geldgier und Sex. Eine Anwältin wird brutal misshandelt und anschließend ermordet. Der Täter wollte ihren Tod. Die einzig verwertbare Spur, ein Schuhabdruck. Der 17. August ist ein lauer Sommerabend am Strand von Florida. Justin und April Barber feiern hier heute ihren dritten Hochzeitstag. Sie hatten ein romantisches Abendessen und schlendern nun Hand in Hand den Strand entlang. Dann taucht plötzlich ein Mann aus dem Dunkeln auf. Er bedroht das Paar mit einem Revolver und fordert ihr Geld. Bevor sie ihn bemerkten, war er schon direkt vor ihnen. Justin versucht, dem Mann die Waffe abzunehmen. Es fallen Schüsse und Justin verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, ist der Angreifer verschwunden. Ebenso wie seine Frau April. Er ist den Strand erst in südlicher und dann in nördlicher Richtung entlang gelaufen. Er findet seine Frau schließlich im flachen Wasser. Er erzählte uns, dass sie eine Schusswunde an der linken Wange hatte, die immer noch blutete. Verzweifelt zieht der selbst angeschossene Mann seine Frau aus dem Wasser und schleppt sich dann zur Straße. Er will Hilfe holen und versucht, ein vorbeifahrendes Auto anzuhalten. Da kein Auto hielt, ist er mit seinem eigenen Wagen losgefahren. Er hatte die Warnblinkanlage an, damit ihn die Leute sehen. Justin Barber blutet immer noch sehr stark und langsam geht ihm die Kraft aus. Er hält schließlich neben einem anderen Wagen an. Der Fahrer ruft die Polizei. Als die Polizisten bei ihm eintreffen, sitzt Barber immer noch am Steuer seines Autos. Überall ist Blut und er ist inzwischen schon fast bewusstlos. Er erzählt den Beamten, dass er und seine Frau angeschossen wurden und dass sie immer noch am Strand liegt. Während ein Hubschrauber Justin in eine Unfallklinik bringt, eilen die Beamten zum Strand. Wir mussten einen etwa 45 Kilometer langen Strandabschnitt absuchen, außerdem etwa 9 Holzstege. Der Kriminalbeamte Ben Tanner beginnt seine Suche am Nordende des Strandes. Er ist vorsichtig, denn der Angreifer könnte immer noch hier sein. Ich habe den Strand Stück für Stück abgesucht. Am Ende des Holzsteges habe ich dann schließlich die Frau gefunden. Ich ging zu ihr hin und fühlte ihren Puls. Da ich nicht spürte, überprüfte ich noch andere Lebenszeichen. Leider war sie offenbar schon tot. Ich habe mir dann eine sichere Position in den Dünen gesucht, für den Fall, dass der Täter noch in der Nähe ist. Obwohl die Sanitäter nur wenige Minuten später eintreffen, können sie für April Barber nichts mehr tun. Um 23 Uhr abends wird sie für tot erklärt. Die Suche nach dem Mörder beginnt. Wir hatten mehrere Kriminaltechniker im Einsatz, die den Strand nach Hinweisen wie Fußspuren oder anderem Beweismaterial absuchen sollten. Es waren auch Hunde vor Ort für den Fall, dass der Täter noch in der Nähe ist. Die Ermittler finden zwei Paar Schuhe, die Justin und April gehören. Schleifspuren am Strand zeigen den Ort, an dem Justin seine Frau aus dem Wasser gezogen hat. Dann geht ein Anruf bei der Polizei ein. Ein Ehepaar sagt aus, dass sie zwei Fahrzeuge in der Nähe des Strandes gesehen haben. Einen Geländewagen und noch einen kleineren PKW. Die Anrufer haben uns gesagt, dass sie nicht aus der Gegend sind.
Als sie dann spät abends die parkenden Autos dort sahen, dachten sie sich, ach, wie schön muss das sein, wenn man abends einfach so noch spontan einen Strandspaziergang machen kann. Nur wenige Minuten später überholt sie einen Geländewagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Ein Stück weiter hatten sie den Geländewagen wieder eingeholt. Er stand an einer Ampel und es war ein ziemlicher Tumult drumherum. Der Fahrer war angeschossen und erzählte den Leuten, dass auch seine Frau angeschossen am Strand liege, er aber nicht mehr weiß wo. Das Paar zeigt den Beamten die Stelle, an der sie den geparkten Geländewagen und den PKW gesehen haben. Ganz in der Nähe wurde später Aprils Leiche gefunden. Wir dachten natürlich, dass der PKW zu dem Täter gehörte, der das Paar überfiel. Die Beamten haben immer noch keine Spur vom Todesschützen. Während die Zeugen weiter befragt werden, untersuchen die Ermittler weiter den Tatort. April Barbers Leiche lag am Ende des Steges, Kopf Richtung Norden, die Füße Richtung Süden. Die Ermittler finden die Spur im Sand, wo Justin seine Frau zum Steg gezogen hat. Ihre Beine waren an den Knien angewinkelt, während ihre Arme ausgestreckt waren. Sie hatte eine Wunde an der linken Wange, aus der Blut herunterfloss. Während die Ermittler ihre Suche am Strand fortsetzen, befragt der Kriminalbeamte Howard Cole im Krankenhaus Justin Barber. Ich habe mich mehrere Stunden mit ihm unterhalten. Er war bei Bewusstsein, obwohl er 4 Schusswunden hatte. Eine an der linken Schulter durch den Muskel, der die Schulter anhebt. Eine an der rechten Schulter, ein Streifschuss am Brustkorb und die 4. direkt durch die linke Hand. Der Beamte befragt Barber zum Angreifer. Justin hat den Angreifer als größer und kräftiger als er selbst beschrieben. Er hatte ein ausgeleiertes T-Shirt und eine Baseballkappe an. Da es so dunkel war, hat er sein Gesicht nicht sehen können. Justin berichtet dem Kriminalbeamten, dass er sich zwischen den Angreifer und seine Frau gestellt hatte. Dann seien Schüsse gefallen und er sei ohnmächtig geworden. Als er wieder zu sich kam, waren der Kerl und seine Frau weg. Er war sich nicht sicher, was eigentlich passiert war. Justin sagt aus, dass er nicht die Kraft hatte, seine Frau den ganzen Weg bis zum Auto zu ziehen und daher gezwungen war, sie zurückzulassen, um Hilfe zu holen. Als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, weiten die Kriminalbeamten ihre Suche aus. Der ganze Strand wird systematisch durchkämmt. Wir haben die Dünen nach Patronenhülsen oder anderen Dingen, die der Täter zurückgelassen haben könnte, durchsucht. Aber die Suche bleibt ergebnislos. Anhand von Justins Täterbeschreibung wird ein Phantombild erstellt. Die Polizei erhält daraufhin mehrere Hinweise aus der Bevölkerung auf einen Mann, der sich angeblich im Bereich des Strandes aufhält. Wir haben mindestens eine Woche gebraucht, um diesen Mann zu finden. Wir konnten uns dann allerdings davon überzeugen, dass er nichts mit dem Mord zu tun hat. Die Beamten versuchen, den zweiten PKW ausfindig zu machen, den das Zeugen-Ehepaar am Strand gesehen hatte. Wir fanden nie eine Spur dieses Wagens. Da sie immer noch keine konkrete Spur haben, konzentrieren sich die Ermittler nun auf das überlebende Opfer, Justin Barber. Sie wollen herausfinden, ob es ein spontaner Überfall war oder ob jemand vom Tod des Ehepaars Barber profitiert hätte. Justin und April schienen ein verliebtes Paar zu sein. Erst vor 3 Jahren hatten sie geheiratet und führten eine glückliche Ehe. Ich habe ihn als sehr netten Mann kennengelernt. Er liebte April aufrichtig. Ein Jahr nach der Hochzeit muss das junge Ehepaar seine erste Hürde nehmen, als beide aus beruflichen Gründen in weit voneinander entfernte Städte versetzt werden. Justin zufolge führten sie nach wie vor eine glückliche Ehe. Dass sie nun in verschiedenen Städten lebten und arbeiteten, hatte keine Auswirkungen auf ihre Ehe.
Die Ermittler bitten Justin um die Erlaubnis, seine Wohnung durchsuchen zu dürfen. Er stimmt bereitwillig zu. Allem Anschein nach war es eine ganz normale Wohnung. Außer, dass seine Frau nicht hier lebte. Von ihr war nur eine Reisetasche in der Wohnung. Der Rest war von ihm. Die Kriminalbeamten machen eine überraschende Entdeckung. Wir fanden zwei Lebensversicherungen über jeweils $2 Millionen. Eine für ihn, eine für sie. So etwas muss immer als mögliches Motiv angesehen werden. Justin wird dazu befragt. Er teilt den Beamten mit, dass sich seine Frau April immer um diese Angelegenheiten kümmerte. Er ging davon aus, dass April die Versicherungen längst gekündigt hatte. Justin sagte uns in dem Gespräch, dass wir einen Kollegen von April überprüfen sollten. Angeblich hatte sie Probleme mit ihm. Sexuelle Belästigung, solche Dinge. Die Ermittler vermuten, dass mehr dahinter steckt. Die Versicherungspolicen der Barbers könnten die gesuchte heiße Spur sein. Die Beamten müssten herausfinden, wer noch davon wusste. Der Kriminalbeamte Howard Cole fuhr zu Aprils Arbeitsplatz, ein Krankenhaus in Georgia. Er wollte prüfen, ob es jemanden gab, der sie bedroht und ihr möglicherweise sogar bis Florida gefolgt ist. Ich sprach mit ihrem Chef und der sagte mir, dass er das Problem aus der Welt geschafft hätte. Außerdem hat Justin diesen Mann ja gekannt. Wenn er der Täter am Strand gewesen wäre, hätte Justin ihn erkennen müssen. Nach der Befragung durchsuchen die Beamten die Wohnung von April und stoßen auf einige Immobilienzeitschriften. Eine Woche vor dem Mord hatte sie sich Häuser angesehen. Von der Familie und von Freunden erfahren die Ermittler, dass Justin und April Probleme in ihrer Ehe hatten. April hatte erzählt, dass sie glaubt, dass Justin etwas mit seiner Tennispartnerin hat. Die Ermittler spüren diese Frau auf. Ihr Name ist Shannon Kennedy und sie gibt zu, seit einigen Wochen eine Affäre mit Justin zu haben. Sie war sehr ehrlich. Sie erzählte, dass sie Justin bei der Arbeit kennenlernte und dass nach einer Weile eine sexuelle Beziehung daraus wurde. Die Ermittler spüren, dass etwas nicht stimmt. Justin hatte offenbar gelogen und auch andere Teile seiner Geschichte werden unglaubwürdig. Er hatte ausgesagt, dass er April so weit gezogen hat, wie er konnte. Doch obwohl er angeblich schwer verletzt war, fand man an ihrer Kleidung kein Blut von Justin. Er hatte eine Schusswunde an der Hand. Dort sind viele Blutgefäße. Sein ganzes Auto war hinterher voller Blut. Er beschrieb uns, wie er seine Frau an ihrer Hose 30 Meter weit gezogen hat. Doch auf der Hose fanden wir keinen einzigen Tropfen Blut. Justin Barber soll den Beamten am Strand den Tathergang erneut beschreiben. Justin bleibt dabei, dass er und April am Strand entlang liefen, als der Angreifer kam. Er sagt, der Mann habe seine Waffe auf sie gerichtet und Geld gerufen. April hat irgendetwas gesagt, woraufhin der Angreifer auf sie zielte und nicht mehr auf ihn. Den Moment wollte Justin nutzen, um ihm die Waffe abzunehmen. Doch dann fielen Schüsse und er wurde ohnmächtig. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, liegt April blutend in der Brandung. Er erzählt erneut, wie er dann mit aller Kraft versuchte, sie bis zum Auto zu ziehen. Die Ermittler wundern sich, wie emotionslos Justin bleibt, obwohl er die Todesnacht noch einmal durchleben muss. Er tat so, als müsste er weinen, doch er hat keine einzige Träne vergossen. Echte Gefühle erkennt man als erfahrener Ermittler sofort. Aber das, was ich da in Justins Gesicht sah, passte nicht zu dem, was er sagte. Justin wird gebeten, seine Aussage unter Eid zu wiederholen. Danach konfrontieren ihn die Ermittler mit der Aussage seiner Affäre Shannon Kennedy.
Ich fragte, ob er eine sexuelle Beziehung mit ihr hat. Er sagte nein. Der Ermittler ist auf diese Lüge vorbereitet. Ich sagte ihm, dass Shannon im Verhörraum nebenan sitzt und wir das Ganze auch gerne mit ihr zusammen besprechen können. Als ich zur Tür ging, rief er, okay, ich geb's zu, ich habe eine Affäre mit ihr. Dieser Mann hat mir direkt ins Gesicht gelogen, obwohl wir versuchen, den Mord an seiner Frau aufzuklären. Der Kriminalbeamte versucht, Justin unter Druck zu setzen. Er zeigt ihm Fotos von Aprils Leiche. Jemand, der unschuldig ist, würde bei solchen gemeinen Methoden irgendwann sagen, hören Sie endlich damit auf, Sie vergeuden Ihre Zeit mit mir. Aber wenn jemand in die Sache verwickelt ist, dann erträgt die Person solche Befragungstaktiken meist, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Das ist einfach nicht menschlich. Obwohl sich sein Verdacht erhärtet, hat der Ermittler nicht genug Beweise, um Justin festzuhalten. Als er ihn gerade gehen lassen will, stellt der eine sehr merkwürdige Frage. Er hat mich allen Ernstes gefragt, ob seine Affäre Shannon noch da ist und ob sie ihn nach Hause fahren kann. Das fragte er, obwohl seine Frau gerade erst ermordet worden war. Bisher gibt es kein Geständnis und keine Beweise. Die Ermittler versuchen eine neue Herangehensweise. Wir sollten seinen Computer überprüfen. Wir hatten den Eindruck, dass er ein sehr organisierter Typ war, der alles genau plante. Ich wusste, dass er sehr viel mit seinem Computer arbeitet und habe gehofft, darauf etwas zu finden, das ihn mit dem Mord in Verbindung bringt. Die Ermittler schicken den Computer zu Chris Hendry, einem Computerexperten der Strafverfolgungsbehörde von Florida. Detective Skip Cole. Die Ermittler baten mich, die Festplatte des Computers nach verdächtigen Schlüsselwörtern zu durchsuchen. Ich hatte tatsächlich etwa 40 oder 50 Treffer. Der Computerexperte findet heraus, dass Justin im Internet nach Worten wie Schusswunde, Mord und Ertrinken gesucht hatte. Er hatte sich über vieles informiert. Lebensversicherungen, Totschlag, wie man nach Brasilien auswandert, wie viel Blut gefunden werden muss, damit jemand für tot erklärt wird. Die Ergebnisse bestätigen den Verdacht der Ermittler. Leider kann der Computerexperte Henry nicht genau feststellen, ob diese Internetrecherchen vor oder nach Aprils Tod gemacht wurden. Damit würde dieser Beweis vor Gericht nicht standhalten. Aus der Autopsie geht hervor, dass April an der zweiten Kugel starb, die sie in die Wange traf. Die erste Kugel, die im oberen Teil ihrer Wirbelsäule steckte, hat sie sofort vollständig gelähmt. Doch auf den Fotos sieht man einen dickflüssigen weißen Schaum an ihrem Mund. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass sie zu ertrinken drohte, bevor sie erschossen wurde. Würde Justins Version stimmen, wäre April nach dem Wirbelsäulenschuss sofort vollständig gelähmt gewesen. Da sie nicht hätte atmen können, hätte sich am Mund auch kein Schaum bilden können. Dem Ermittler fällt noch etwas auf. Der Diamantring ist sehr, sehr wertvoll. Wenn man jemanden überfällt und sogar tötet, würde man den ja wohl mitnehmen. Der Ermittler bezweifelt noch weitere Details aus Justins Geschichte. Er hat behauptet, dass er, als er wieder zu Bewusstsein kam, seine Frau zuerst am Strand und in der Brandung gesucht hat. Das ist fast wie ein Beweis, dass er selbst sie dorthin gebracht hat. Denn warum sollte er zuerst im 50 cm tiefen Wasser nach ihr suchen und nicht eher in den Dünen oder an ihrem Auto? Wie konnte er sie ganz zufällig dort finden? Vor allem in einer dunklen Nacht am unbeleuchteten Strand. Auch die Tatsache, dass er ausgerechnet an diesem Abend sein Handy nicht dabei hat, ist auffällig. Die Familie sagte uns, dass er und seine Frau oft Streit deswegen hatten, weil er es immer dabei hat und er ständig klingelt. Justin behauptet, das ganze Auto nach Aprils Tasche abgesucht zu haben. Die Tasche mit ihrem Handy darin lag vorne im Fußraum. Die hätte er finden müssen. Da er das Handy nicht finden konnte, ist der schwer verletzte Mann 15 Kilometer weit gefahren, um Hilfe zu holen. Doch auf seinem Weg hat er merkwürdigerweise viele Möglichkeiten ausgelassen. Da waren Häuser, eine Tankstelle, ein Restaurant. Da hätte er überall Hilfe holen können, aber er ist vorbeigefahren.
Die Ermittler sind überzeugt, dass es Justin Barber war, der seine Frau umgebracht hat. Es war kein einfacher Fall, aber wir wussten, wer unser Zielobjekt war. Wir haben dann alles zusammengetragen und es dem Staatsanwalt vorgelegt. Die Ermittler Mary Fagan und Howard Cole sind erschüttert. Dem Staatsanwalt reichen die Indizien noch nicht aus, um Anklage zu erheben. Um vor Gericht eine Chance zu haben, braucht er noch mehr Beweise vom Ermittlerteam. Also konzentrieren sie sich noch einmal auf die Verletzungen ihres Hauptverdächtigen. Wir hatten einige Zweifel daran, dass seine Wunden wirklich so zustande kamen, wie er es uns erzählte. Uns war schon am Anfang aufgefallen, dass alle drei Schusswunden nur Streifschüsse waren. Keiner traf ihn in der Mitte. Wir haben die Wunden von einem Experten für Schussverletzungen untersuchen lassen. Der Verdacht wird bestätigt. Der Verdächtige hatte auf sich selbst geschossen. Nun werden auch die Finanzen von Barber überprüft. Wir konnten seine komplette Finanzlage der letzten 18 Monate rekonstruieren. Er hatte $58.000 Schulden. Er war auch in krumme E-Trade-Geschäfte verwickelt und hat mehrere Kreditkarten überzogen. Und das bei jemandem, der ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre hat. Dann entdecken die Ermittler, dass Aprils Lebensversicherung gar nicht gekündigt ist, wie Justin zuvor durchscheinen ließ. Wir haben mit dem zuständigen Versicherungsmakler gesprochen und er konnte sich gut an den Fall erinnern. Er hatte von Anfang an immer nur mit Justin über alles gesprochen. Mit April hatte er nur per E-Mail Kontakt. Und das, obwohl es auch für sie um eine Lebensversicherung über $2 Millionen ging. Die Ermittler wollen jetzt noch eine zusätzliche, unvoreingenommene Meinung zu dem Mord einholen. Ein Rechtsmediziner, der bisher nichts mit dem Fall zu tun hatte, betrachtet noch einmal alle Indizien und Fotos. Tatsächlich fällt ihm etwas auf, das die Beamten bisher übersehen hatten. Als er es uns zeigte, dachten wir, na klar. Justin behauptet, die bewusstlose April vom Strand zum Steg gezogen zu haben. Ihr Körper wurde dabei oft von der einen auf die andere Seite bewegt. Wenn es stimmt, was er sagt, hätte sich das Blut aus ihrer Wunde dabei in alle Richtungen verteilen müssen. Aber das Blut aus der Wunde an Aprils Wange ist nur in eine Richtung gelaufen. Er hätte theoretisch ihren Kopf beim Transport immer in der exakt gleichen Position halten müssen. 7 Monate nach Aprils Tod will sich Justin ihre Lebensversicherung auszahlen lassen. Da sie ermordet wurde, muss er für die Versicherung unter Eid eine Aussage auf Video machen. Er wird von einem Anwalt befragt. Did you have a sexual relationship with another woman in Georgia while you were married to April Barber? Yes. And did you have sexual relations with a woman in New Zealand? Yes. Did you tell April Barber that you ever had sexual activity with Shannon Kennedy? No. Did you tell April, did you lie to her about what your relationship was? Yes. Mir kam das alles sehr steif und einstudiert vor. Nach dieser Anhörung hatte ich das starke Gefühl, dass es Justin war, der sie tötete. Besonders verdächtig, Justin kann sich nicht an wichtige persönliche Details erinnern. Mir sind einige Dinge in diesem Video aufgefallen. Nicht nur, wie arrogant und kühl er wirkt, sondern vor allem, dass er sich nicht mal mehr an das letzte Gespräch mit seiner Frau erinnern kann. Er sagte immer nur, ich erinnere mich nicht. Er gab uns immer nur die gleiche Antwort. Ihre letzten Worte einfach vergessen, das macht keinen Sinn. Endlich wird der Fall vor Gericht zur Anhörung gebracht. Justin Barber ist zunächst nur als Zeuge geladen. Er betritt den Gerichtssaal äußerlich leicht verändert. Justin kam nach einer Viertelstunde wieder heraus. Er war der letzte Zeuge, der befragt wurde. Aufgrund der Beweislage habe ich ihn noch im Gericht festgenommen.
Ich war sehr erleichtert. Er hatte meine Schwester getötet und führte trotzdem ein ganz normales Leben mit seiner neuen Freundin. Das war nicht fair. Ich fand es von Anfang an merkwürdig, dass Justin freiwillig ausgesagt hat. Er dachte wohl, er könnte alle überlisten. Während des Gerichtsprozesses kommt noch ein weiteres makabres Detail ans Tageslicht. Die Todesmelodie, die Justin für April im Internet ausgesucht hatte. Als wir seinen Computer untersuchten, haben wir gesehen, dass er sich dieses Lied runtergeladen hatte. Ausgerechnet an dem Abend, als er zum letzten Abendessen mit April ging. Das Lied heißt »I used to love her, but I had to kill her«. Ich habe sie geliebt, doch ich musste sie töten. In dem Lied beschreibt der Sänger, wie er seine Frau umbringt und sie dann im Garten vergräbt. Ich glaube, Justin hat sich diesen Song runtergeladen, weil er in dem Moment genau zu seiner Gemütslage gepasst hat. Einige Monate später beginnt der Prozess gegen Justin Barber. Das Problem ist, dass die Mordwaffe nie gefunden wurde. Doch die Staatsanwaltschaft hat eine Vermutung, wo sie sein könnte. Er hatte 15 Kilometer, um die Waffe loszuwerden. Und so genau, wie er die ganze Sache geplant hatte, gibt es keinen Zweifel, dass er auch für die Entsorgung der Waffe einen speziellen Plan hatte. Und er hat ganze Arbeit geleistet, als er sie beseitigt hat. Wir haben die ganze Gegend abgesucht, die ganzen Dünen. Er hat sie da wohl irgendwo aus dem Fenster geworfen. Es war enttäuschend, aber wir haben sie nie gefunden. Die Verteidigung von Justin Barber behauptet, dass es keine Beweise gibt, die ihn direkt mit dem Mord an April in Verbindung bringen. Im Gegenteil, Justin habe versucht, seine Frau zu beschützen und sei bei dem Versuch selbst schwer verletzt worden und habe beinahe sein Leben verloren. Die Verteidigung stützt sich vor allem darauf, dass man keine Mordwaffe gefunden hat. Der Anwalt von Justin Barber will dem Gericht klarmachen, wie unwahrscheinlich es sei, dass Justin sich selbst angeschossen habe. Die schweren Schusswunden hätten schließlich leicht wichtige Organe treffen können. Die Staatsanwaltschaft hat eine völlig andere Sichtweise auf den Fall. Es liegen uns Beweise vor, dass sie vorhatte, ihn wegen seiner Affären zu verlassen. Das wollte er natürlich nicht zulassen, denn so hätte er kein Geld aus ihrer Lebensversicherung bekommen. Für ihn war anscheinend der einzige Ausweg aus dieser Situation, sie in dieser Nacht am Strand zu ermorden. Sie waren am Strand, zogen sich die Schuhe aus und sind zum Meer gelaufen. Er hat auf den richtigen Moment gewartet, sie zu packen. Er hatte die Pistole wahrscheinlich die ganze Zeit bei sich. Es war eine sehr kleine Waffe, deshalb hat April wohl nichts davon gemerkt. Als er sie herausgezogen hat, ist sie wahrscheinlich weggelaufen, vermutlich ins Wasser. Dort hat er sie dann untergetaucht. Er hat sie so lange unter Wasser gehalten, bis er glaubte, sie sei tot. Dann hat er sie zum Steg gezogen. Erst dort hat er zuerst sie und dann sich selbst angeschossen. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt merkte er, wie ernst seine Verletzungen waren. Er wurde panisch und ließ sie liegen. Er hatte sich selbst mehrmals angeschossen und blutete stark aus allen Wunden. Er hatte wohl Angst zu sterben und ist zu seinem Auto gerannt. Er versuchte so schnell wie möglich in ein Krankenhaus zu kommen. Das nächste liegt in nördlicher Richtung in Jacks Beach. Er hat dann doch früher an einer Ampel angehalten und um Hilfe gerufen. Er dachte wohl, ihm läuft die Zeit davon und er müsste sterben, wenn man ihm nicht sofort hilft. Die Geschworenen brauchen 4 Tage, um zu einem Urteil zu kommen. Okay, I have examined the verdict and the verdict is in proper form. All right, Mr. Barber, would you please rise for the verdict? Madam Clerk, please publish the verdict. We the jury find the defendant Justice Murtis Barber as follows. Guilty of first degree premeditated murder as charged in the indictment.
Es war so eine Erleichterung. Endlich Gerechtigkeit für April. So eine Erleichterung, dass es endlich vorbei ist und dass die 12 Geschworenen einzig und allein auf die Beweise gehört haben und zu dem Urteil kamen, dass er schuldig ist. Die Staatsanwaltschaft und auch die Geschworenen fordern, dass Justin Barber für den Mord an seiner Frau die Todesstrafe erhält. Doch der Richter entscheidet sich dagegen und verurteilt Barber stattdessen zu lebenslänglich. Das Urteil war für mich eine Bestätigung, dass unser Rechtssystem noch funktioniert. Dass ein skrupelloser Mörder auch ohne Tatwaffe und Geständnis verurteilt werden kann. Hancock Park, einer der wohlhabendsten Stadtteile von Los Angeles. In dem schicken Villenviertel ist es ruhig und sicher. Eine Bewohnerin von Hancock Park wird jedoch vermisst, Penny Nanopoulos. Zwei Freundinnen machen sich Sorgen um sie. Die eine Freundin kletterte durchs Fenster in ihr Haus. Und fand sie. Der Anblick war schrecklich. Das wird sie niemals vergessen. 15 Stiche an Kopf und Körper. Ein außergewöhnlich brutaler Mord. Sie sollte unbedingt sterben. Der erste Eindruck der Ermittler, dieser Mord war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Ein Fall für die Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts von Los Angeles. Ihnen wird keine noch so unscheinbare Spur entgehen. Die Kriminaltechniker arbeiten eng mit der Mordkommission zusammen. Sie suchen nach Haaren, Fasern, Fingerabdrücken. Sie finden alles. Als wir ins Schlafzimmer kamen, sprangen uns sofort die zahlreichen Indizien ins Auge. Vor allem am Eingang fanden wir besonders viele Fingerabdrücke. Die Ermittler vermuten, dass der Täter Penny in ihrem Schlafzimmer aufgelauert hat und dort auf den richtigen Moment wartete. Nachbarn und Freunde werden befragt. Sie war immer nett und hilfsbereit. Sie wollte die Welt ein bisschen besser machen. Die Menschen sagten uns, dass es eigentlich niemanden gab, der einen Grund hatte, sie zu töten. Das Portemonnaie des Opfers fehlt. Doch 15 brutale Messerstiche passen nicht zu einem einfachen Raubüberfall wegen ein bisschen Geld. Es ging nicht ums Geld, das war geplanter Mord. Die Ermittler vermuten, dass der Täter durch ein Fenster in die Wohnung gelangte und dann den Mord begeht. Anschließend klettert er durch ein Fenster auf der anderen Seite des Hauses wieder raus. Er hinterließ Spuren in der weichen Erde. Der Abdruck ist kaum zu erkennen. Die Kriminaltechnikerin Andrea Massola hat nur einen Versuch, ihn sicherzustellen. Wir verwenden dafür einen speziellen, flexiblen Gips. Ein guter Schuhabdruck könnte den Ermittlern helfen, den Täter zu identifizieren. Am nächsten Tag weiten die Ermittler ihre Suche aus. Sie hoffen, in der Umgebung des Tatorts einen Hinweis zu finden, denn oft werfen die Täter Teile ihrer Beute nach der Tat weg. Wir haben das Gebiet mit Hilfe eines Hubschraubers abgesucht. Tatsächlich hatte der Täter die Tasche von Penny auf das Dach eines Nachbarhauses geworfen. Auch ein T-Shirt wird mit Hilfe des Hubschraubers gefunden.
Wir konnten feststellen, dass das T-Shirt aus dem Haus von Penny Nanopoulos stammt. Eine erste Spur. Auf dem T-Shirt fanden wir Spuren von Sperma. Vermutlich wurde Penny vor ihrem Tod vergewaltigt. Der Täter weiß, wie man in Häuser einbricht und ist wahrscheinlich sehr gefährlich. Obwohl es zahlreiche Hinweise gibt, stehen die Ermittler unter großem Zeitdruck. Der Täter muss gefunden werden, bevor er erneut zuschlagen kann. Ich war zuversichtlich, den Kerl bald zu schnappen. Bisher sah der Fall ganz gut aus. Die Fingerabdrücke werden zuerst analysiert. Der Polizeicomputer kann den Abdruck innerhalb von Minuten mit Millionen gespeicherter Abdrücke vergleichen. Der Computer liefert den Beamten mehrere Vorschläge. Die Ergebnisse müssen dann von forensischen Experten noch einmal verglichen werden. Die Analyse lieferte leider keine Ergebnisse. Wir standen wieder am Anfang. Der Fußabdruck vom Tatort wird jetzt umso wichtiger. Auch er wird genau untersucht. Auf der Schuhsohle stand British Knights, ein Markenname. Ein wirklich guter Hinweis. Die Schuhe haben die Größe 43. Da es sich um modische Turnschuhe handelt, vermuten die Ermittler, dass der Täter eher jugendlich ist. Die Beamten kennen die Marke und die Schuhgröße. Und erst vor 2 Monaten wurde der gleiche Abdruck bei einem anderen Mord gefunden, nur wenige Kilometer von Pennys Haus entfernt. Beide Opfer waren allein lebende Frauen. Doch was die Fälle wirklich verband, war der Schuhabdruck. Wir waren uns sehr sicher, dass beide Fälle zusammengehören. 2 brutale Frauenmorde kurz hintereinander. Die Zeit drängt. Das könnte der Anfang eines Serienmordes sein. Inzwischen sind fast 48 Stunden seit dem Mord an Penny vergangen und immer noch kein Tatverdächtiger. Die Medien haben natürlich enorm viel Wind gemacht und dadurch Druck auf uns erzeugt. Wir wussten, dass wir hier ein großes Problem haben. Die Kriminaltechniker analysieren das sichergestellte T-Shirt. Sie versuchen, aus dem daran gefundenen Sperma eine DNA-Probe zu gewinnen. Doch diese Probe allein wird den Beamten noch nicht weiterhelfen können. Es gibt hier keine Datenbank, auf die sie für eine Vergleichsprobe zurückgreifen können. Wir können die Probe nicht wie bei Fingerabdrücken einfach in den Computer eingeben, damit der ein Ergebnis ausspuckt. Wir müssen die Person erst finden. Es gibt Fingerabdrücke, eine DNA-Probe und einen Schuhabdruck. Doch ohne einen Verdächtigen ist all das wertlos. Der Mordfall, der anfangs so aussichtsreich schien, endet schnell in einer Sackgasse, trotz der vielen Hinweise. Es ist wirklich frustrierend. Als hätte man ein volles Portemonnaie, aber kann das Geld nicht ausgeben. Immer noch läuft der Mörder und Vergewaltiger frei herum. Es vergehen mehrere Monate ohne einen einzigen Fortschritt. Aus Monaten werden Jahre. Der Fall Penny Nanopoulos gerät in Vergessenheit. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Fall wohl nie gelöst wird. Unzählige Hinweise und doch keine Spur. Wir haben die Abdrücke alle paar Monate im Polizeicomputer überprüft. Kein Ergebnis. Der Fall kommt endgültig zu den Akten. Doch die Erinnerung an Penny bleibt.
Ihre Freunde versuchten, sie nicht zu vergessen. Immer wieder kamen sie und baten uns, den Fall wieder aufzunehmen. Fast 4 Jahre nach dem Mord wollen die Beamten eine neue Herangehensweise probieren. Wir haben uns auf dem Revier über das Suchsystem für Fingerabdrücke im Polizeicomputer unterhalten. Wir wollten ein anderes Suchsystem anwenden. Efren Caparas ist Spezialist für Fingerabdrücke. Das wird schwierig. Ein letztes Mal will Caparas die herkömmliche Methode versuchen. Kein Ergebnis im System. Der Experte verändert nun den Winkel des Fingerabdrucks. Wir verschoben den Winkel leicht nach rechts und nach links. Das erhöht die Chance auf einen Treffer im System. Die Variation des Winkels war der entscheidende Schritt. Das Computersystem findet eine Übereinstimmung. Das Ergebnis war sehr spannend. Ich war begeistert. Endlich ein Name, Oswaldo Perez. Wenn man so lange an einem Fall gearbeitet hat, dann ist so ein Treffer fantastisch. Es stellt sich heraus, dass Perez seit dem Mord an Penny noch weitere Verbrechen begangen hatte. Vor allem Einbrüche und Überfälle auf Frauen. Ich fand heraus, dass er gerade im Gefängnis sitzt. Oswaldo Perez verbrachte die letzten 3 Jahre im Pelican Bay Gefängnis. Ein Knast für die ganz harten Jungs. Es war Glück, dass man ihn gefunden hat, denn er wäre bald entlassen worden. Der Polizei bleibt nur wenig Zeit. Sie müssen Perez festsetzen, bevor er wieder freikommt. Wir flogen hin, um ihn zu befragen. Das Team der Mordkommission hat Fingerabdrücke, DNA-Spuren und den Schuhabdruck. Doch das ist keine Erfolgsgarantie. Unsichtbare DNA-Spuren reichen den Geschworenen oft nicht. Aber ein Schuhabdruck, also etwas Handfestes, das fasziniert die meisten. Die Verurteilung von Oswaldo Perez hängt also von einem einfachen Paar Turnschuhe ab. Wir wussten, dass wir die Schuhe unbedingt finden müssen, um ihn zu überführen. Die Befragung von Perez führt zunächst zu nichts. Er verweigerte jede Antwort. Er bestritt, sie zu kennen und auch im Haus gewesen zu sein. Er leugnete einfach alles. Erst nach 3 Stunden beginnt Perez zu reden. Wir kamen langsam ins Gespräch. Ich zeigte ihm ein Foto von Pennys Haus und er sagte plötzlich, ja, ich war in dem Haus. Perez gibt sogar zu, dass er vor einigen Jahren Schuhe der Marke British Knights trug. Doch es gibt immer noch ein Problem. Wo sind sie? Ohne die Schuhe kann der Abdruck als Beweis nicht gegen ihn verwendet werden. Und die Zeit spielt gegen die Ermittler. Wir mussten sofort handeln. Wenn wir keine handfesten Beweise finden, wird er freigelassen. Dann nimmt das Verhör eine überraschende Wendung. Perez selbst hilft den Beamten bereitwillig und erzählt von den Schuhen. Er sagte, in meiner Zelle hängt ein Foto aus der Zeit von damals. Auf dem Foto habe ich die Schuhe an. Wir waren erstaunt und fragten ihn, können wir das Foto sehen? Er zeigte es uns und tatsächlich trug er auf dem Foto British Knights Tennisschuhe. Die Ermittler haben zwar nicht den gesuchten Schuh selbst, doch immerhin ein Foto davon.
Im Kriminaltechnischen Institut von Los Angeles untersucht die Expertin Andrea Mazzola nun noch einmal die Gipsabdrücke vom Tatort. Ich musste als erstes herausfinden, welches Modell die Schuhe auf dem Foto sind. Mazzola schickt das Foto an die Zentrale der Schuhfirma in New York. Sie bittet die Firma, ihr ein Modell dieser Schuhe zu schicken. Aber sie hat kein Glück. Sie haben ihr Lager durchsucht, aber dieses Modell gab es nicht mehr. Die Herstellung des Modells, das Perez damals trug, wurde inzwischen eingestellt. Aber ohne die Schuhe ist der Abdruck als Beweis wertlos. Da der Entlassungstermin von Perez immer näher rückt, fliegt die Kriminaltechnikerin Andrea Mazzola jetzt selbst nach New York, um persönlich mit dem Schuhdesigner zu sprechen. Gemeinsam vergleichen sie seine Vorlagen mit den Abdrücken vom Tatort. Er konnte mir gerade noch rechtzeitig bestätigen, dass der Schuh auf Perez' Foto der gleiche ist wie der am Tatort. Ohne seine Hilfe wäre es zu spät gewesen. Das war sehr gute Polizeiarbeit. So findet man Beweise. Die Experten des kriminaltechnischen Labors sollen jetzt herausfinden, ob es Perez war, der die Spermaflecken auf dem T-Shirt des Opfers hinterließ. Die DNA-Technik hat seit dem Mord große Fortschritte gemacht. Und schnell wird klar, dass das Sperma eindeutig von Perez stammt. Nach zahlreichen Rückschlägen und 4 frustrierenden Jahren für die Ermittler kommt der Mord an Penny Nanopoulos endlich vor Gericht. Osvaldo Perez wird als Mörder verurteilt. Er bekam lebenslänglich, ohne eine Chance auf Bewährung. Es war gut, all die Jahre die Hoffnung nicht aufzugeben. Mit all den heutigen modernen Ermittlungsmethoden findet man am Ende fast immer einen Beweis. 4 Jahre nach dem Mord haben Pennys Freunde und Verwandte endlich die Genugtuung, dass der Mörder für sein Verbrechen lebenslang im Gefängnis sitzen wird. Merhaba arkadaşlar, Asal Teknoloji Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda W0'den Decreet aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. Decreet aracının kısa yolu G. Şöyle bir dörtgen çizelim. Ardından Decreet aracıyla şöyle seçip burada veya şöyle evet bu şekilde renklendirme yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Böyle sola veya sağa getirdiğimiz şekilde. Evet, bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Asal Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.